Okay, dann reden wir mal mit dem wundersamen Gnömilein. Nein, tun wir nicht. Doch, da ist das Gnomi schon. Wie gesagt, gegen einen ist alles kein Problem. Weil dann können die sich nicht wehren. Was auch wieder fürs total fürs Kampfsystem spricht, dass die sich nicht wehren können, wenn du gegen alle. Aber gut. Was ist denn jetzt mit dem Gnomen hier? Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Den Rest kann ich mir denken. Okay. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Sag Brownie, dass er in Lager kommen soll. Raka wird warten. Okay, also nochmal zurück. Und unserem Homie sagen, das ist so... Bist du bescheuert? Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. Okay. Er wird die Felsen zum Lager hinaufklettern. Willst du mich verarschen? Aber okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Und wir gehen mal zurück zum Hafen. Was haben wir hier? Aber die müsste ich ja schon geklärt haben, die Höhle, ne? Ja, die Höhle haben wir schon geklärt. Und es respawnt sogar nicht. Das ist ja mal was ganz Außergewöhnliches tatsächlich. Raka ist anscheinend schon weg. Das zeigt uns doch, wir können hier hoch. Mit super Animation, möchte ich meinen. So. Okay. Ich will viel zu wenig Schlösser knacken für das ganze Zeug hier, aber ist mir auch eigentlich relativ egal. Wow, ohne Schaden. Ich bin ein Genie. Okay, dann müssen wir jetzt da hinten hin. Ich würde gerne mehr Magie kennen können. Aber das kann ich immer noch nicht. Komm her, Scabby. Nein, nicht noch ein zweiter Scavenger. Ganz schlecht. Alter, was geht der mit den... Alter.
Das ist doch echt nicht wahr. Ein Schlag. Danke. Ja. Muss man mehr ausweichen, glaube ich. Selbst Scavengers sind eindeutig gefährlich. Alter Schwede. Wie kann man den Scavenger so viel abziehen? Das kann doch nicht sein. Okay, Sandteufel, das ist mal eine gute Nachricht. Die dürften relativ simpel sein. Okay, vielleicht hätte ich das nicht sagen dürfen, aber... Wir haben ein relativ simples... Kein Bock gegen die Krabbenspinne da hinten anzutreten. Jetzt kämpfen wir lieber hier. ...125 von 500 Gegnern getötet anscheinend. Die Krabbe lasse ich auch gerade mal da sein, wo sie sein ist. Rosi. Wieso gefällt mir diese Höhle jetzt schon nicht? So, hier ist ein Gnome und eine Falle. Die können einfach durch die Falle laufen, natürlich. Ach, und die können mich auch noch blocken. Was? Es ist ja ernst. Ich will doch verarschen. Okay, die sind schwach, also relativ, die haben wenig HP, also nicht schwach. Die haben, schlagen extrem hart zu. Aber die sind relativ schwach. Also relativ wenig HP, mein. Schon wieder falsch rum gesagt. Aber die hauen rein. Wie die reinhauen, ey. Und ich laufe gleich in die nächste Falle und sterbe. Ich sehe das kommt. Wo ist meine Fuß? Die Falle? Ach, da ist die Falle. Wirklich? Ich hab doch... Erstens, ich bin drüber gesprungen. Zweitens, ich hab Leertaste gedrückt. Aber das ist lächerlich. Mich raten, das waren nicht die einzigen Kobolde hier. Und die Mine scheint größer zu sein. Scheiße. Ein Grog. Ja. Davon brauche ich ein bisschen mehr. Benutzbares. Na, Grog. Ah, okay. Ich höre Geräusche. Ja.
Alter! Ihr seid doch echt nicht mehr... Ich wollte gerade menschlich sagen, aber ihr seid ja auch Kobolde. Witzig. Jetzt fängt es übelst an zu regnen. Ich hoffe, das hört ihr jetzt gerade noch nicht. Sollte der Aufnahme auf jeden Fall Schluss machen, weil ansonsten ihr nachher hier ganz merkwürdige Regengeräusche hört. Brot, ja, Brot, das ist mir gerade relativ. Oh, Hallöchen. Schöne Ader. Aber die Frage ist, was bringt sie mir wirklich? Keine Ahnung, wie ich diese Mine überleben soll. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich finde die Kämpfe, also das Kampfsystem ist bescheiden und dafür, wie bescheiden das Kampfsystem ist, was ist das gerade hier? Krug. Es ist extrem schwer, die Sachen hier anständig hinzukriegen. Ich möchte endlich mal einen Zauber haben. Irgendwas. Achso, dass ich es da auskann. God damn it. Okay. Das sind die nächsten Gegner? Rechts oder links? Da ist noch eine Falle. Fernrohr, was ist für ein Fernrohr? Also die haben auf jeden Fall gut einiges an Sachen. Hier. Ja, war klar. Wenn das mal nicht daneben geht, dann macht das ja richtig Schaden. Sechs von zehn. Dankeschön für diese Information. Und er ist in der Wand verschwunden. Scheiße. Okay, vier Kobolde noch. Vier Kobolde. Du stehst direkt vor ihm. Das geht, kann gar nicht daneben gehen. Das kann gar nicht daneben gehen. Ich hoffe ernsthaft, ihr hört gerade den Sturm draußen mal wieder nicht. Also gerade... Ja, regnet ruhig weiter. Muss noch 6 Minuten durchhalten hier. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Ach, hier wäre der andere Weg gewesen. Okay. Achso, da ist sogar Fisch. Gib mir mal den Fisch. Heute auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig süß. Das ist kein Kobold. Das sind noch viel mehr Felshetzer als die... Was zum... Warum? Puh, was mache ich denn jetzt? Das sind noch viel mehr Felshetzer. Gnome sind hier keine mehr, aber ich finde hier auch keine.
Termite. Oh, die macht wenig Schaden. Aber ich treffe sie auch nicht. Gerade mal plus 50. Wir können mal eben die Ader hier abbauen. Und da hätten es noch viel mehr von den Viechern. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wasserfass. Also, der Schwierigkeitsgrad ist gerade echt ein bisschen... Also, wenn man halt nicht wirklich, wie gesagt, auf Stich- und Dingswaffen geht, dann ist das echt ein bisschen lächerlich, glaube ich. Ja klar, ich gehe da mal hoch sterben, würde ich sagen. Ah! Natürlich auch noch ein stärkerer. Oh, du kannst sogar hier hoch. Sorry, aber stirb einfach. Magische Kristalle erhalte ich von dem, okay. Ich trinke nochmal eben Wasser, einfach nur damit ich keinen Proviant weiter verschwenden muss. Okay. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Nein, noch mehr Wassermenschen. Nein, 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 nein. Also jetzt ist langsam, irgendwann hört echt der Spaß auf. Oh. Ja, geil. Gut, dass du so gut ziehen kannst. Alter. Reiß dich zusammen. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Ach, und was ist mit dem komischen Wasserviech da oben? Willst du mich verarschen? Eigentlich können die jetzt abgebaut werden. Für den Arsch! Das Vieh macht mich fertig. Okay, eins alleine geht noch. Alles gut. Achso, okay. Achso, hier ist sogar das... Moment. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich hier. Na, was ein witziger Zufall. Okay. Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Aha. Hab ich nicht gerade eben getötet? Mich verarschen, Ente. Ich hab die Höhle doch hier fertig. Aber warum zeigt er mir nicht an, dass ich sie fertig habe?
Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Machen wir kurz einen Cut.